Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise, Folge 256. Leute, ich bin zurück aus Asien, das wisst ihr ja bereits. Ich habe euch einige sehr interessante Sachen mitgebracht. Eine Frage, kennt ihr das hier? Den Game Boy Advance SP. Schon ein bisschen älter, in Sammlerkreisen immer noch sehr beliebt. Als ich in Asien war, entdeckte ich, dass einige Geräte dort noch, naja, sagen wir mal so rum, einige Gerätevarianten dort erschienen sind. Etwas seltsame Geschichte verbirgt sich dahinter. Unter anderem gibt es dort ein Gerät mit einem SD-Kartenleser, das damals als Prototyp geplant, aber offiziell nie produziert wurde. Diese Geräte schauen wir uns heute an. Sehr interessant. Mit eingebauten Spielen und, naja, einigen kuriosen Merkwürdigkeiten. Bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich vor allem für die Sammler. Wenn ihr ein SP mal sehen wollt mit SD-Kartenleser und bis zu 99.000 Spielen eingebaut. Also, gehen wir rüber. So Leute, hier sehen wir jetzt ein Original Nintendo Advance SP. Es gab zwei Modelle, das Modell 001 ohne Hintergrundbeleuchtung und dann das Modell 101. Dies erschien ab 2005 mit einer Hintergrundbeleuchtung. Bei uns war es ab 2006 erhältlich. Der Game Boy Advance SP konnte sowohl die ganz normalen Advance-Spiele laufen lassen, die Color und die ganz alten Nintendo-Module. Für genauere Infos gibt einfach ein 20 Jahre Game Boy oder Folge 90, 91 war es, von Fantastic Toys and Merchandise. Hier zum kurzen Vergleich. Links der alte SP ohne ausführliche Hintergrundbeleuchtung, rechts der neuere. Gleiches zu erkennen, der 101er rechts ist deutlich besser als der 001er links. So Leute, jetzt wird es ein bisschen schwierig und kompliziert. Die untere Reihe sind Nachbauten oder limitierte Editionen, konnte ich leider nicht identifizieren, des SP-101. Also die gesamten unteren drei habe ich aus Asien. Rechts oben ist eine billige Kopie, die schauen wir uns nachher auch genau an. Und links oben ein absolutes Original und Sammlerstück. Schauen wir uns nun mal die Packungen etwas genauer an. Gleich fällt auf, dass hier ein oder das andere nicht stimmt. Zum Beispiel mit der Werbung für 99.999 Spiele Inside. Hier die linke Seite der Verpackung, die rechte Seite der Box unterscheidet sich ebenfalls. Die Oberseite, rechts der rosane, links der blaue. Hier sehen wir noch einmal die Boxen, unten die beiden Kopien, oben die Originalbox aus Deutschland. Die Kartons sind identisch, also vom Aufbau und Falten her. Hier sehen wir jetzt die Rückseite. Die rosa Version. Mit original Nintendo-Siegel hergestellt 2006. Aber so wie ich das sehe, werden die immer noch hergestellt und nach meinen Recherchen, wie ich es herausgefunden habe, in Massen. Hier sehen wir, was drin ist. Ein AGS 101, Adapter etc. Unten ist zudem auch eine Adresse angegeben, wo man diese guten Stücke erwerben kann. Im Normalfall ist bei Raubkopien so etwas nicht angegeben. Es gibt keinerlei Adressen, Herstellerangaben oder sonstiges. Deswegen macht mir das Ganze ziemlich stutzig. Hier sehen wir die Rückseite des Blauen. Und dort ist noch etwas angegeben. Äußerst interessant. Für den Verkauf bestimmt in Singapur, Malaysia, Philippinen und Thailand. Könnte das eine Limited Edition sein? Auf jeden Fall hergestellt in China. Sehen wir uns als erstes die beiden normalen an und dann später den mit dem SD-Fach. Und die billige Kopie. So, dann öffnen wir das gute Stück mal. Ja, da kommt er schon raus. Kassenzettel liegt auch noch drin. Und hier sämtliches Zubehör. Hier sehen wir die Quittung. Ich habe das gute Stück gekauft für 1.300 Baht. Ca. 32,50 Euro. Es gab auch die Version mit 1200 Baht, die war aber ohne Schutzhülle. Hier sehen wir die zweiteilige Schutzhülle, in der man seinen SP verpacken kann. Diese gab es auch nur in einer Farbe, in diesem, naja, Eisblau. Noch ein kurzer Blick auf die Rückseite.
Beigepackt war ein originales Ladekabel, das sich vom Original, also von der regulären Version, nicht unterscheidet. So, den hat sich meine Frau mitgenommen. Packen wir den anderen, den blauen, auch gleich mal aus. Hier, da liegt er. Okay, gut, der war schon in Gebrauch. Das Netzteil ist nicht mehr verpackt. Das Inlay unterscheidet sich vom anderen. Auch das Netzteil ist ein bisschen anders da geformt, aber Varianten gab es auch früher schon. So, da ist er. Hellblau, Arktikblau, würde ich sagen. Nehmen wir den von meiner Frau, der lässt sich am besten filmen. Schalten wir ihn einfach mal ein. Ihr seht, der braucht deutlich länger. So, noch einmal ohne Schutzfolie. Ganz normal das Logo. Und dann erscheint eine Liste mit Spielen. Gleich eins vorweg. Es sind immer meistens 300, 400 Spiele und die wurden einfach 10.000-fach kopiert. Die Spiele sind bereits im internen Speicher eingebaut. Also ohne Modul. Links ist jetzt die reguläre Version, rechts die Kopie. Schalten wir sie gleichzeitig mal ein, dass ihr seht, wie lange der andere braucht. Mehr als doppelt so lang. So, setzen wir mal ein normales Spiel ein und schauen, was passiert. Er fährt ganz normal hoch. Schönes Bild von meiner Kamera. Und das Spiel erscheint. Wenn ich allerdings ein normales Spiel reinsetze, ob es nun Game Boy Color ist, einfach die alten Module oder, naja, ihr wisst ja, die ganzen großen Monsterdinger, passiert gar nichts. Also es lassen sich nur Advanced-Spiele auf diesem Gerät abspielen. Der Inhalt ist auch komischerweise immer verschieden. Hier zum Beispiel der eisblaue. 401, anderes Auswahlmenü. Suchen wir einfach mal nach Unterschieden. Die beiden Geräte sind, würde ich sagen, zu 99% identisch. Hier die Tastatur des originalen Geräts und hier die der Kopie. Die Knöpfe unterschieden sich auch in Europa je nach Variante. Fehler muss man hier mit der Lupe suchen. Hier sehen wir den Lautsprecher. Achtet genau auf die Löcher. Alle perfekt ausgestanzt. Hier die Kopie. Gut könnt ihr hier erkennen, bei diesem Loch ist ein bisschen, na, nicht ganz so sauber. Das ist schon mal ein Indiz für ein, naja, Produktpiraten, Produkt oder wie man das nennt. Hier zum Vergleich die rechte Seite. Die Rückseite ebenfalls identisch. Ihr seht. Keinerlei Unterschiede. An der Oberseite sehen wir es nun. Hier ist ein Fehler, der beim Hause Nintendo nie passieren würde. Das Nintendo-Logo wurde bei der linken, also bei der rosanen Version, falsch aufgeklebt. Und rechts die goldene Version, die originale. Und jetzt sehen wir die blaue Version ganz links. Dort stimmt es wieder. Auch das Nintendo-Logo unterscheidet sich. Während bei der blauen Version, sagen wir mal, noch eine durchsichtige Kunststoffschicht drüber gelegt wurde, ist es bei der rosanen Version original wie beim goldenen. Hier schauen wir uns mal die Unterseite an. Links die Originalversion, rechts die vermeintliche Kopie. Gut ist bei der vermeintlichen Kopie chinesische Schriftzeichen zu erkennen. Bei der Originalversion nicht. Jetzt sehen wir bei der Originalversion die Beschriftung 001, also ohne die Hintergrundbeleuchtung. Während wir bei der Kopie das ebenfalls sehen, obwohl die Hintergrundbeleuchtung hier eingearbeitet ist. Sehr seltsam. Hier das Batteriefach. Es wurden auch die originalen Nintendo-Schrauben verwendet. Sehr schwer zu erkennen, die Nintendo-Schrauben haben drei Flügel, wenn man so will. Es gibt ja Kreuzschlitz mit vier und die normalen mit zwei.
Also spielerisch unterscheiden sich die Geräte auch nicht. Sie lassen sich perfekt bedienen und sind auch sonst mit dem Original identisch. Es gibt einige Dinge, wo es sich unterscheiden. Zum Beispiel hier die blaue Version lässt sich nicht so aufrichten wie ganz rechts die Originalversion oder die rosane Version. Ne? Geht nicht. Also Leute, ihr könnt jetzt mal spekulieren, ob es sich hierbei um Kopien handelt oder um Originale oder ob man nach Feierabend einfach nochmal die Bänder angestellt hat. Oder ist es vielleicht doch eine limitierte Edition für die vorher genannten Länder? Dann wäre es ein äußerst seltenes Sammlerstück. Jetzt kommen wir zum schwarzen SP mit dem SD-Kartenfach. Auch dieser Karton ist mit der Originalversion identisch. Hier sehen wir die Rückseite, ebenfalls mit dem Hinweis, dass nur in Singapur, Malaysia, Indonesien und Philippinen, Thailand verkauft wird. Zudem ist dieses Gerät offiziell in 11 verschiedenen Farben erhältlich. Silber, Arktikblau, Blau, Rot, na, ich würde sagen mal Jägergrün, Rosa, Dunkelrosa, Hellrosa, Gold, Bronze und dann auch nochmal sowas wie Rosa und Grün. Gesehen habe ich aber nur Blau, Arktikblau, Silber, Rot und natürlich Rosa. Die anderen Farben habe ich leider nicht gesehen in Pattaya, Thailand. In Bangkok habe ich diese Geräte überhaupt nicht gefunden. Dieser unterscheidet sich in der Verpackung und nicht nur dort. Bei allen Geräten war keine Gebrauchsanweisung dabei. Auch sehr seltsam. So. Hier sehen wir das Netzteil, gut zu erkennen, nicht für Europa bestimmt. So Leute, hier sehen wir jetzt das Herstellungssiegel. Also wenn ich das richtig hier deute, wurde es hergestellt im Oktober 2012, also ganz neu. Hier sehen wir auch das Inlay, das ist aus Kunststoff. Schön eingepasst für alles. Dieser Advance SP unterscheidet sich nicht von den anderen vermeintlichen Kopien. Er braucht auch eine ganze Weile, bis er hochgefahren ist. Auch hier sind wieder diverse Spiele eingebaut, eine gewisse Anzahl, die wurden dann x-mal kopiert, bis man 99.999 erreicht hatte. Auch das Tastenfeld ist identisch mit der rosanen und der, naja, mit der regulären Version. Aber das eigentliche Highlight ist die rechte Seite. Pardon, die linke, vor lauter Aufregung. Seht ihr hier? Ein Fach für SD-Karten. Diese Version war von Nintendo geplant, aber es existierten offiziell nur Prototypen. Aber Leute, es ist schon ein bisschen unheimlich. Wenn die offiziell oder inoffiziell Prototypen bauen, dann eröffnet das uns Sammlern eine vollkommen neue Perspektive. Wir haben das Gerät getestet, es funktioniert einwandfrei. Es wäre schön, wenn das ein offizielles Produkt wäre, als limitierte Edition. Das wäre ein wunderschönes Sammlerstück und würde unsere Sammelleidenschaft weiterhin anfachen. Viele der Spiele, die drauf sind, stammen noch aus Commodore 64 Zeiten. Und es gibt auch viele Spiele, die wurden extra dafür programmiert, zumindest hat es den Anschein. Einen weiteren SP, den man mir besorgen wollte, aber dann nicht besorgt hatte, war ein internetfähiger. Also Leute, schreibt rein, was ihr davon haltet. 100 Experten wissen bekanntlich mehr als einer. So Leute, jetzt zeige ich euch meine richtige Kopie. Also das ist wirklich eine billige Fälschung. Aber ebenfalls mit einem Originalkarton. Dieses Gerät ist bereits seit 2009 im Umlauf und es gibt auch schon einige Videos davon. Das einzig Originale an diesem Gerät ist der Karton. Der entspricht dem des normalen SP. So, schauen wir mal rein. Jo. In diesen Körben hatte meine Oma immer Obst. Das Gerät, Schutzscheibe, Netzteil. Beigepackt ist ein Original Advance SP Netzteil. Eine Trageschlaufe, eine Gebrauchsanweisung, hört, hört. Ein Kabel, mit dem man das Gerät an den Fernseher anschließen kann, das nicht funktioniert, und ein Spielemodul. Und hier sehen wir eine Kopie aus Deutschland, der Krone Punkt. Ohne Ü-Tüpfelchen.
Also eine Verwechslungsgefahr besteht nicht. Der GB Pocket, rechts die billige Fälschung, links das Original. Er ist erstens mal ein bisschen höher und wirklich, wirklich eine billige Kopie. Ihr seht schon an den Bedienungen. Okay, gut, die Knöpfe sind annähernd leicht, aber nicht so leicht zu bedienen. Hier der Lautsprecher unterscheidet sich. Oh, die Sendezeit rast schon wieder. Unterseite, Batteriefach. Statt Knöpfe ein Drehrad. Teure Schieber, was? Billiger Schieber. Die Oberseite, hier das komische Antennenfach, das nicht funktioniert. Und Originalmodule von Nintendo können hier nicht verwendet werden. Eine billige Fälschung, die auch ganz seltsam riecht. Hier diverse Spiele, die teilweise nicht funktionieren.